Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge Wildbachtal von und mit dem Franken. Was ist da denn passiert? Ah ja, das sieht besser aus. So, also ich habe das hier wieder under control. Manchmal macht es aber noch immer noch. Schau mal, wieso rutscht der jetzt hier so nach unten? Ich bin auch hier. Warte mal, kannst du mich jetzt besser sehen? Hallo? Ja, der rutscht ja immer nach unten. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Okay, egal. Wir brauchen jetzt den Gruppe. Und dann müssen wir hier die Gülle einarbeiten. Vielleicht ein bisschen überrutschen. So. Ja, aber die Seite geht trotzdem besser. Aber über den Sitz drüber schauen ist echt beschissen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ne? So, mach mal hoch. Den Blinker kannst du ausmachen, den brauchen wir jetzt gerade eben nicht. So. Dann wollen wir mal. Fangen wir an bei dem Oberen, oder? So. Und Stoff. Sie leitet die Räder nicht mehr. So, kurzer Check. Naja, gut. Vorgewende muss sowieso noch gefahren werden, ne? Ich muss jetzt nur gucken, dass ich den richtigen Abstand zur Bahn wieder finde und ich glaube, wir müssen hier mit der Schnauze an der Kante vom Gekörperten entlang fahren. Das ist jetzt hier ein bisschen blöd, weil es krumm geht, aber eigentlich würde ich sagen, so. Das müsste ein guter Abstand sein. Lass uns mal von außen gucken. Ja, leicht überschneidend, ist okay. Für die Fahrt des Gruppens kann ich es eigentlich so machen. Ne? So, jetzt habe ich es deaktiviert. Dann bleibt es nämlich immer schön gerad. Aber ich kann mich jetzt nicht umgucken, ob ich in der Bahn bin. Das ist natürlich blöd. Okay, war eine dumme Idee. Boom, boom, boom.
wir heute den restlichen Mais noch rausbringen. Das sollte sich eigentlich ausgehen, oder? Ja, weiß nicht. Das Gurbern wird dennoch seit Zeit hier in Anspruch nehmen. Es könnte sein, dass wir es erst morgen rauskriegen, aber das wäre, glaube ich, auch nicht so schlimm. So. Ja, soweit ganz, läuft es doch ganz gut hier. Was steht denn dann heute sonst noch so an dem Tag? Ich weiß gar nicht. Haben wir eigentlich alle unsere Wiesen gedüngt? Oh, warte mal, das muss ich jetzt mal eben noch nachschauen. Oh, da ist schon die Bahn. Warte, lass mich das mal kurz eruieren. Gas anschalten. Gedüngt. Nein. Hier, was ist... Ach, und hier oben, glaube ich, da haben wir noch gar keinen Schnitt drauf, glaube ich, ne? Also. Entschuldigung. Die 43 und die 44 ist Wiese. Da ist die zweite Düngestufe drauf. Das ist, glaube ich, okay. Mehr kriegen wir dann nicht drauf, oder? Genau. Da ist noch gar noch nichts drauf. Das ist natürlich schlecht. Und hier ist auch die zweite davon. Wieso ist hier kein Wachs? Haben wir die hier noch nicht gemäht? Doch, die haben wir doch auch gemäht, oder? Nee, warte mal, welche ist denn das? 46. Ach. Hier. Ach ja, guck an. Ja, im Sommer muss man auf jeden Fall nochmal Heu machen. Mit dem Düngerstufen und sollte das natürlich deutlich mehr werden an Heu, was dann rauskommt. Und wenn das dann voll ausgewachsen ist, also nächstes Jahr haben wir dann deutlich mehr Tag. Aber dann, was ich machen werde im Herbst nach der letzten Ernte, nach dem letzten Schnitt, werde ich die Felder pflügen und kalken. Weil, das mit dem Verlusten in der Höhe hier, wenn das fehlt, das ist halt kaum ertragreich halt, ne?
Aber gut, da müssen wir halt jetzt durch, ne? Hier das erste Jahr. So. Dum bum bum. Und heute, ich glaube, ich habe mich den Tag noch gar nicht um die Viecher gekümmert. Das müssen wir dann auch noch machen, dass ich weiß noch nicht so ganz genau, wann. Muss man auch ein bisschen abhängig machen, wie es ihnen geht. Ne? Das glaube ich, sollte man dann auch mal mit dem Feld fertig sind, gleich noch mal nachschauen. Wollen wir hier mal ein bisschen die Mitte erstmal auskuppern. Nicht, dass wir dann zum Schluss zu viel übers Feld fahren müssen, das wollen wir nicht. Da war die ganze Lockerung für den Arsch. Ich glaube eine noch, und dann kann man wieder die normalen Bahnen fahren. Da in der Mitte wird es eh schon ziemlich eng hier. Aber ich glaube, wir können eh schon durchfahren. Kann wir machen. Jawohl, warte, kann wir fahren. Ziehen hier gerade noch durch. So. So.
Zug an. Das Vorderstück ist ja komplett schon mal dann. Hier mal ein bisschen weit innen angefangen. So. Ich glaube, das passt soweit. So, wir müssen uns vorgewende, oder? Komm, das fahren wir aber von der Außenansicht. Das ist, glaube ich, etwas angenehmer zum Fahren. Dann kriegen wir das Uncode hier auch noch gleich alles los. Eine schöne Geschichte. So, hier oben müssen wir nur ein bisschen drüber. Okay. So. Gut, dann fahren wir noch einmal da durch die Mitte durch. Da habe ich noch zwei Flecken gesehen. Und da würde ich sagen, das taugt soweit. So kommen wir da. Ja. Genau, da ist der erste. Gleich mal anvisieren. No. Okay. Und dann einmal quer durch, das geht sich aus.
Gut, okay. So, dann starten wir hier drüben, oder? Fangen wir nach hinten. Jo, schon sagen, oder? Welche Richtung? Aufwärts oder nunderwärts? Ich glaube, nunderwärts ist geschickt. Zieht er den auf? Komm, wir probieren es mal, ob er den aufzieht. Will ich ja gleich am Rand anfangen? Sinn wird es ja schon machen, ne? Weil der Vorgewende hier bringt es halt auch nicht wirklich auf der Seite. Und dann müsste er eigentlich genug Power haben, den da schön aufzuziehen. Ist hier her, passt optimal. So. Oh, bis ganz nauf habe ich ihn sogar gezogen. Das ja. Na, noch ein Stück lang. Klar, passt, oder? Gerade ein bisschen blöd wegen den Texturen, weil die sich da mischen, aber... So. Achso, warte, ich wollte nachgucken, was meine Tiere machen. Hier immer dieses Kurzzeitgedächtnis. Was da nur los? Was sind eigentlich eure Meinungen zu diesem WLAN-Clip? Wie lässt sich das anschauen für euch? Ist es zu viel Gezuppel am Monitor oder ist es okay für euch? Würde mich interessieren. So, haben wir die Handbremse an. Nein. Da. Nein, auch nicht. Da. Hallo Tier.
Also, Hühnern, ja, denen geht's noch gut, sauber sind sie auch. Schweinestall, ja. Ich habe schon. Ha, wisst ihr, was wir noch kaufen können? Ich weiß gar nicht, wo es ist. Lau mi mal Luki Luki machen. Alles Fässer, was? Schwein, Huhn, Schaf, Kuh. Futterbesen, alles Fässer. Achso, nee, warte. Ach ja! Ach ja, da fällt mir gerade wieder was ein, ne? Okay, warte, wir nehmen erstmal den Besen. Kaufen. Steht beim Händler bereit. Was? Jetzt muss ich aber da schon mal gucken, ne? Ich bringe das mal eben zum Hof. Wir sind eh schon hier am Ende der Folge angekommen. Dann gucken wir. Dann gucken wir mal, wie das Ding hier funktioniert. Es sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich habe gedacht, das ist wie die Motorsäge oder so, wo ich das dann benutzen kann, quasi, dass es so angezeigt wird. Aber wir werden gleich sehen, was es kann und wie es funktioniert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Lasst ein Däumchen da. Wir sehen uns. Tschüss.